Wir beenden unsere Kampagne zum Spiel Conquest mit einem Knall. 4 Spieler, 4 Armeen, eine große Schlacht. Wer kann die Herrschaft um das mächtige Artefakt Haslias erringen? Das seht ihr in dem Finale unserer Quest for Conquest. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Herzlich willkommen zurück zu unserer Quest for Conquest genannten Kampagne, in dem 4 Spieler um das Amulett von Haslia, dem untoten Gott der Welt Ea, der Welt von Conquest, streiten. Die Dwekem unter der Führung Arguns konnten sich das sagenumwobene Amulett erkämpfen. Sie fochten mit den Soldaten der Hundred Kingdoms in den Straßen Glaubachs, während Argun selbst das Amulett barg. Mehrere Monate sind seit daher ins Land gezogen und unter strenger Aufsicht von Argun persönlich durften die absonderlichen Biomancer des Sovereign ihre Spire-Magie am Amulett versuchen, um ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Doch sie kamen offenbar zu keinem Ergebnis. Corrin argwöhnte sehr mit dieser Allianz. Immerhin waren es die Spire, die damals geholfen hatten, ihre Vorfahren zu versklaven. Diesen Wesen und ihren künstlichen Kreaturen ist absolut nicht zu trauen. Das Einzige, was ihn davon abhielt, nicht sofort alle dieser Monster niederzustrecken, war die Tatsache, dass ihre Alchemisten unter voller militärischer Beobachtung von Arguns Truppen waren. Eine falsche Bewegung und sie wären sofort mausetot. Was fand Argun nur an ihm? Er verhielt sich in letzter Zeit seltsam. Sobald täglich die Experimente durch waren, war Argun es, der sofort das Amulett stürmend an sich nahm. Soria, der Biomancer, der von Priscilla mit den Experimenten betraut worden war, berichtete ihr jeden Tag von seinen neuen Erkenntnissen im Geheimen. Nach außen erfuhr er natürlich nichts. Das stimmte jedoch nicht. Das Amulett war ein Schlüssel, doch dieser war gekoppelt an einen Träger, der von der Macht Haslias berührt wurde. Soria vermutete, dass Argun der neue Träger ist, was auch sein besessenes Auftreten erklären würde. Doch das volle Potenzial des Amuletts lässt sich leider erst entschlüsseln, wenn dieser im passenden Schlüsselloch saß. Das gefiel Priscilla. Lass den Ding doch einfach ihren Lauf, wir haben Zeit. Sie würden zuschnappen, wenn es soweit ist, denn der Träger wird vom Schloss magisch angezogen. Früher oder später. Heinrich erholte sich die letzten Monate von seinen Verletzungen. Er war nie in die Heimat zurückgekehrt, denn zu groß wäre die Schmach gewesen, als Versager zurückzukommen. Immerhin war Sebastian die treue Seele an seiner Seite geblieben, der während seiner Genesung sich um die Truppen kümmerte und das Heer am Laufen hielt. Sie teilten sich das Lager immer noch mit den Nord von Olaf, oder eher gesagt, dem Rest von ihm. Denn in den Rängen der dezimierten Nordmännern brach Streit um die Führung aus. Offenbar wurde Olaf als zu schwach angesehen, die Suche nach dem Amulett fortzuführen. Sebastian erzählte, dass Olaf bei einem Duell vom Jarl Sven besiegt und ins Exil geschickt wurde. Zwar waren die Blooded fast sowas wie heilige Männer für die Nord, aber Schwäche war eben nicht heilig. Zusammen mit seinem Bruder Lars führte Sven nun die Nord an, auch dank der Unterstützung zweier monströser Jötnars, die sich ihn angeschlossen hatten. Bei den Göttern, was waren das für Verbündete, auf die sie sich eingelassen haben? All das passierte, während Heinrich im Krankenlager lag und keinen Einfluss auf die Geschehnisse hatte, denn er hätte natürlich alles anders gemacht. Dennoch erneuerte er mit den Nordbrüdern den Pakt der Zusammenarbeit. Eines Tages erschienen die Schamanen der Nord und erzählten, dass sich dunkle Energien im Süden sammelten, welche auf das Amulett hinwiesen. Sie hatten also endlich wieder eine Spur. Trotz Sebastians Beschwerden ließ Heinrich seine Truppen mustern und gemeinsam marschierten die Menschen zu dem Ort, den die Schamanen ihnen gedeutet hatten. Zur gleichen Zeit verschwand Argun plötzlich in der Nacht. Seine Abwesenheit wurde erst am nächsten Morgen bekannt. Priscilla wies Corrin darauf hin, dass Argun mit dem Amulett verschwunden ist. Soria kannte durch seine Arbeit mit dem Artefakt dessen magischen Fingerabdruck und konnte sie zu ihm führen. Corrin war das alles überhaupt nicht geheuer. Aber auf der goldenen Maske von Priscilla war keine Emotion zu lesen. Die Dwekem mussten vorsichtig sein, und zwar in alle Richtungen. Wir spielten dieses Mal eine eigene Mission. Die Heere der Hundred Kingdoms und der Nord trafen auf die Dwekem und die Spire in der Nähe eines alten Wachturms aufeinander. Keiner weiß mehr, weshalb dieser Wachturm errichtet wurde. Natürlich kann man sich sowas fast denken, denn am Fuße des Turms ist ein altes Portal, welches zufälligerweise einfach so herumsteht. Die Miniatur des Argun war auf dem Weg zum Portal. Das Ziel ist es, Argun mit einer Einheit einzusammeln und dann in Kontakt mit dem Portal zu kommen, um Phase 2 der Mission auszulösen. Weitere Missionsziele gibt es nicht. Einfach und blutig. Wir spielten 1000 Punkte je Spieler, also 2000 Punkte pro Seite. Auf der Seite von Martin und Marvin, die wir liebevoll Marmar nennen, waren die Hundred Kingdoms und die Nord.
Die Hundred Kingdoms wurden wieder angeführt von Heinrich dem Noble Lord. Er war ausgerüstet mit dem Erbstück Lorien Lands und hatte als Weapon Arts den Armmaster. Er wurde begleitet von 5 Household Knights mit Anführer und Standartenträger sowie einem Turnier-Champion. Als zweite Einheit in seiner Warband waren 4 Stands Men-at-Arms. Sebastian der Treue, der imperiale Offizier, führte die zweite Warband an. Sein Erbstück war The Kiss Farewell. Als Battlefield Drill hatte er den Murderous Volley und als Mastery wurde für ihn Marksmanship ausgesucht. Ziemlich fernkampflastig also. Dementsprechend war es auch nicht verwunderlich, dass unter seinem Gefolge eine 3er-Stand-Einheit Mercenary Crossbowman vorhanden war, denen er angeschlossen war. Diese waren Veteran, hatten einen Anführer und einen Standartenträger. Außerdem kam noch eine Einheit aus 3 Stands der Steel Legion mit, ebenfalls Veteran mit Anführer und Flaggenschwenker. Marvins Nord wurden angeführt vom Jarl Sven. Dieser war ausgerüstet mit Price Silver. Begleitet wurde er von einer Einheit Raiders, die aus 5 Stands bestand, natürlich mit Anführer und Standartenträger. Als Restricted-Einheit wurde er von einem Mountainjötner begleitet. Sein Bruder Lars ist ein Konungir mit Heroes Folly. Begleitet wurde er von einer 3er-Einheit Huskarls mit Standartenträger und Anführer. Außerdem führte er noch einen gefährlichen Eisjötner ins Feld. Auf Seiten von Dennis und Dennis, auch Doppel-D genannt, oh, das gute alte Doppel-D ist wieder da, traten die Dwakem und die Spire auf. Die Dwakem wurden angeführt von Corin, den Ardent Kerouac. Dieser ist Priester der Stufe 5 und ist ausgerüstet mit Nenansas Eye, dem Zauberspruch Dismay und einem Tactical One-Gefolge. Er wird begleitet von einer Einheit Hold Warriors. Neben einem Exemplar, Anführer und Standartenträger besteht die Einheit aus 5 Stands. Teil seiner Warband ist auch eine Einheit aus 3 Stands Flame Berserker mit einem Anführer. Die zweite Warband, der Dwakem, wurde angeführt von einem Temperate Sorcerer. Dieser ist Zauberer der Stufe 6, hat den Broken Ground Zauber und die Mastery Lava Shots. Er ist inkludiert in einer Einheit Hold Ballista, die aus 4 Stands besteht. Außerdem dürfen natürlich Dennis Inferno Automata nicht fehlen, die tanzten wieder zu dritt an. Auf Seiten der Spires hatte Priscilla die Führung abgegeben, denn als Warlord fungierte mein Biomancer Soria. Dieser hatte die Mutation Architect's Touch. Die Biomancies, Harvest Essence und Unstable Enhancements konnte er auch mitnehmen. Als Mastery ist er exzentrisch und als Gefolge hatte er die Mastery of Flesh 1, 2 und 3. Begleitet wurde er von 2x3 Einheiten Forsgrown Drones und einer Einheit Marksman Clones, die aus 3 Stands besteht, mit Anführer und Standartenträger. Natürlich ist Priscilla, die Lineage Highborn, auch auf dem Schlachtfeld, um mitzumischen. Sie muss ja gucken, dass Soria alles richtig macht. Sie hat die Mastery Elder, weshalb sie mehr als nur eine Mutation mitnehmen durfte. Diese waren Cascading Degeneration, Degenerative Aura und Redundant Biomantic Structure. Sie lief in ihrer Einheit, bestehend aus 3 Avatare umher, die ebenfalls einen Leader und einen Standartenträger hatten. So, jetzt muss ich vorweg sagen, dass 2 Wochen, nachdem wir das Spiel aufgezeichnet hatten, die Version 2.0 der Conquest-Regeln und die Armeelisten rausgekommen sind. Ja, ziemlich doofes Timing. Wir spielen hier dementsprechend noch nach 1.5. Einiges im Spiel wird dementsprechend mittlerweile anders sein als so, wie wir es jetzt hier spielen. Auch die Online-Regeln und auch der Armeebilder sind mittlerweile dementsprechend geupdatet worden. Aber alles, was ich bisher gelesen habe, ist, dass 2.0 tatsächlich viel besser ist und vieles einfacher und flüssiger macht. Ach ja, und die Spires sind jetzt nochmal schwächer geworden. Okay, genug geweint. Bevor es losgeht, würde es mich freuen, wenn ihr unsere Arbeit bei Deist unterstützt. Die Sendungen und alle unsere Videos sind für euch natürlich kostenfrei und sollen das auch weiterhin bleiben. Dennoch kosten solche aufwendigen Spielberichte uns einiges und eure Hilfe würde dem Projekt mega zugutekommen. Entweder indem ihr dem Kanal ein Abo gebt oder für den Algorithmus Gott einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da lasst oder macht aus dem Oder ein Und. Oder werdet DICE-Supporter auf Ko-fi mit einem monatlichen Betrag von 5 oder 9 Euro. Ihr bekommt Einblicke hinter die Kulissen und die 9-Euro-Producer bekommen Miniaturen zum selber drucken und können sich auch die Armeelisten hier aus dem Spiel dort herunterladen und es gibt noch ein, zwei andere kleine Goodies. So, ich sage schon mal Danke und möge das Schlachten beginnen. In der ersten Runde erschienen auf der Seite von Doppel-D 4 leichte Einheiten. Bei Marmar sind es 2 Einheiten. Wir bekamen die Initiative und ich stellte als erstes meine Einheit Forsgrown Drones im unteren Drittel auf. Diese liefen nach vorne. Marvin und Martin verzögerten klug, indem sie zuerst all ihre Charaktere, die in den kommenden Einheiten angeschlossen waren, zuerst aktivierten, denn sie hätten eh nichts machen können. Dadurch konnten sie am Ende all ihre Truppen ins Spiel bringen, wenn wir fast schon komplett auf dem Feld waren. So stellte Martin erst seine Mercenary Crossbowman auf, nachdem ich meine zweite Einheit Forsgrown Drones inklusive meines Biomancers aufgestellt hatte. Dennis stellte seine Hold Ballista weiter oben auf, inklusive des Temperate Sorcerers.
Gegenüber kamen die Raider der Nord von Marvin aufs Feld. Diese Einheit wurde vom Jarl angeführt. Argun erreichte das Portal. Da Marvins Jarl auf dem Feld war, verschlechterten sich all unsere Reservewürfe um 1. Das heißt, dass leichte Einheiten jetzt auf die 3 anstatt die 4 kommen und mittlere Einheiten nur auf die 1 anstatt auf die 1 und 2. Dies war die Supremacy-Fähigkeit von ihm namens Surprise Attack. Und genau das hat bei mir ganz schön reingehauen, denn meine restlichen Einheiten waren alles Medium und kamen exakt um diesen einen Würfelwurf nicht. Also brachte ich keinen Nachschub ins Spiel. Das macht aber auch nichts, denn die mittleren Einheiten von Marvin und Martin kamen auch nicht. Dennis war der Einzige, der ein paar neue Dragcam aufstellen konnte. Meine Drohnen bewegten sich nur ein wenig nach vorn, denn irgendwie hatten sie Angst vor den Armbrustschützen und hatten keine Lust, sofort von eben diesen aufs Korn genommen zu werden. Die Raider der Nord liefen vor Richtung Portal. Auf der anderen Seite stürmten die Hold Warrior mit dem Ardent Kerouac mit sage und schreibe 15 Zoll aufs Spielfeld. Nie soll noch irgendjemand sagen, dass dies Zwerge sind. Die Armbrustschützen der 100 Kingdom bewegten sich vor und feuerten auf meine Forsgrown Drones. 3 meiner Drohnen riss es von den Füßen. Das macht aber nichts, denn die andere Einheit der Drohnen schloss auf und der Biomancer heilte gleich 2 der Leben wieder. Dennis, seine Flame Berserker trafen vom oberen Rand ein. Die Hold Ballista feuerten auf die Raider und erschossen 2 von ihnen. Ab jetzt bekamen die Raider das Draw Event Fury. Dies geschah aufgrund einer Sonderregel, wenn die Einheit verletzt ist. Argun stand vor dem Portal und fing plötzlich an, etwas zu murmeln. Sein Amulett fing an zu leuchten. Die Verstärkung traf ein. Bei den 100 Kingdoms kam eine mittlere und eine schwere Einheit. Bei den Spires kam nichts Neues nach. Bei den Nord kam eine mittlere und eine schwere Einheit. Und bei den Dracem kam die letzte, leichte Einheit automatisch. Die Hold Ballista zielten, feuerten wieder auf die Raider und erschossen 3 der Nord. Da die Marmas weiter mit einem Charakter verzögerten, der noch nicht auf dem Feld war, aktivierten die Hold Warriors. Ich könnte jetzt reingehen. Ja, aber komm, ist völlig egal, wir wollen Action sehen, ne? Du würfelst doch eh die 1 beim Charge. Also das sind 15. Ich darf sie ja wiederholen, ihr habt eine Standarte. Ist ja egal. Da würfel die Doppel 1. Also ich mache erst eine Marschieraktion mit 8, dann habe ich noch 7, um ranzukommen. Ich bewege mich 7 beim zweiten. Dann muss ich eine 2 würfeln. Genau, deswegen die 2, da ist sie. Aber beim Charge hättest du jetzt den Charge wiederholen dürfen. Ja. Und dann bin ich dran. Tja. Keine Aufbruch. Nö. Aber die auch nicht. Marvin ließ seine Huskals mit dem Konungier von oben ins Spiel kommen. Der Ardent Kerouac sprach seinen Spruch Dismay auf die Raider. Dies gelang ihm und die Einheit war dadurch gebrochen. Martin ließ die Household Knights der 100 Kingdoms mittig hinter den Armbrustschützen ins Spiel kommen. Der Jarl in den Raidern sprach dem Ardent Kerouac eine Herausforderung entgegen, welcher dieser ablehnte und die Hold Warrior dadurch gebrochen waren. Die Flame Berserker rannten vorwärts und verwickelten die Huskals in einen Nahkampf. Danach kam die Steel Legion der 100 Kingdoms oben aufs Feld und konnten so die Hold Warriors als auch die Flame Berserker gleichzeitig bedrohen. Meine unteren Drohnen positionierten sich flankierend von den Rittern und den Armbrustschützen. Marvin, kämpfst du bitte. Raiders! Sei ein wütender Wikinger. Ich habe einen Stand verloren, deswegen habe ich das Fury Draw Event. Ich kriege auf jedem Stand eine Attacke mehr. Ist klar. Und du kriegst erstmal 3 Aura of Death. 3 Aura of Death? Dann mache ich doch mal meine 1er Rüstung dagegen. Ja. Boah, 2 gehalten. 2 gehalten? Ja. So, magst du den unten auf die Box stellen? Tod ist tot. Meine erste Aktion. Super auf der 4. Meine erste Aktion ist eine Combat Rally. Damit du hast nur eine Aktion, weil du gebrochen bist. Deswegen ist deine erste Aktion ist sammeln und die zweite Aktion ist suchen. Ach so, genau. Okay. Achso, ich muss ja da bleiben. Also, ich krieg aus den 2 Unterstützungsattacken von hinten und 5 von jeder Einheit vorne. Und dann kommt mein Chef extra, weil der hat einen höheren Clash. Ja, Hammer. Ich treffe auf Hero of the Universe. Ich treffe auf 2. Das ist gut. Das sind schön. Wie viele 6? 3 Stück. Ich darf wiederholen, weil ich Flurry habe. Das ist ein schottisches Süßspeise. Oh, guck mal, dann nehmen wir 3, 4 dazu. Schade, dass den keiner lustig findet. Eine schottische Süßspeise, ein McFlurry. So, mein Jarl. Hat 5 Attacken rund, eine Attacke extra, weil er Fury hat, also nochmal 6 Attacken drauf. Der hat aber kein Flurry, aber trifft auf 3. Der legt nochmal einen dazu. Das sind 8. Irgendwas mit Minus oder so? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Das wäre ja gut. Auf welchen Wert war er? Ne? Auf dem R-Wert, ne? Ja, nee, D. D-Wert. D-Wert ist 2 mit Schilden, weil du von vorne kommst, die 3. Ja. So, einen Misselung, den darf ich rausnehmen. Finish ist irgendwas. Dann habe ich 4 gehalten. Und 3 nicht. So, das heißt, ich habe einen 3er R-Wurf. Das sieht nicht gut aus. Einer davon darf ich wiederholen. Das sieht gut aus. Das heißt, gehen 5. Ja.
Aber auch das ist ja noch okay. Das ist okay. Die Inferno-Automata der Dwakham erschienen von unten auf dem Feld. Sie konnten soweit nach vorne ins Spiel kommen, da die Dwakham feindliche Einheiten bei der Bemessung der Nachschublinien ignorieren können. Meine Armbrustschützen zielen, schießen auf die Jungs hier. 7-mal mit den Armbrustschützen. Minus 2? Minus 1. Ach, das ist ein Schild, sorry. Ich kann noch einen würfeln. Echt? Zeig mal. Nein. Kann er nicht. 4 Tote? Warte, und jetzt kommt noch mein Chef hinterher, der hat 5 Attacken. Hau rein. Der ist auch auf 12 Zoll dran. Ja, ich mach mal. Auf die 3 sind nochmal 3, aber 2er safe. Weil der hat keinen Pierce. 3 Saves. 3 Saves und wenn du eine 6 würfelst, kriegst du 2 Wunden. Also wie viel Tote jetzt? 4 durch meinen Chef. Ja. Und die Armbrustschützen da, das waren 4 getroffen. 1, 2, 2. Ja. Genau, und jetzt nochmal bitte 7-mal Moral. Ah, ich sehe da eher. Ich nehme sie mal. Das wird nichts. Wie viel Spaß haben sie denn für den R-Wert? 1 oder 2? Ja, würfel doch mal. Du meinst, ich schaff das? 7-mal? Wer, wenn nicht du, Dennis? Immer würfeln, immer. Nein. Oh, aber tatsächlich gerade zu ihm. 3 Stück. 4 Stück? 4 sind tot. Gerade zu ihm. Immer würfeln. Als letzte Aktion des Zuges erschien der Eisjötner der Nord am unteren Ende in der Flanke der Household Knights. Und als gratis Aktion zauber ich auf dich. Ich bin Zauberer auf Stufe 4. Ich meinst da 4 Würfel. Und jeder Erfolg, also jede 3 oder weniger, sind 2 Treffer im Fernkampf. Treffer? Okay, also nicht tot. Nein. Es ist 2, also 4. 4 Treffer. Ja. 2 gehalten. 1 in Form. Zu Beginn der Runde war Marvin der Einzige mit Reserven, denn in der 4. Runde kamen mittlere Einheiten automatisch. Yay, ich konnte endlich mitspielen! Und nur noch Marvin hatte eine schwere Einheit. Diese kam diese Runde übrigens auch, wodurch dann dies die erste Runde mit allen Einheiten auf dem Feld wird. Wir bekamen die Initiative und Dennis aktivierte seine Hold Warriors als erstes. Diese machten eine Combat Rally Action, weshalb sie sich sammelten und ihren Gebrochen-Status abschüttelten. Danach schlugen sie auf die Raider. Von seinen 17 Attacken trafen allerdings nur 5. Davon fielen 4 der Nordmänner um und 3 weitere liefen vor Panik davon. Dadurch hatte die Raid-Einheit 2 ihrer 5 Stands verloren. Der Eisjötner verpatzte seinen Zauberwurf, was ihn ziemlich wütend machte. Er griff die Inferno-Automate an und vernichtete sie mit nur einem anstürmenden Angriff. Wow. Dennis aktivierte seine Flame Berserker. Sie inspirierten sich und schlugen auf die Huskals, mit denen sie im Nahkampf waren, zu. Sie töteten 7 ihrer Feinde und 2 weitere liefen weg. Dadurch war die Huskal-Einheit gebrochen. Martin brachte in der Mitte seine Man-at-Arms ins Spiel und ich formierte meine einzige Einheit auf dem Feld, die Drohnen, um und versuchte in den Schutz der Dwakham zu kommen, da mein Warlord alleine gegen Eisriesen, Household Knights und Armbrustschützen ein klein wenig chancenlos war, denn immerhin war er ein Biomancer und kein Kämpfer. Ich aktiviere meine Raider als nächstes. Ja, dann gibt das erstmal 3. Erstmal kriege ich 3 Treffer, genau. Genau. Ich möchte allerdings mein Draw-Event Fury 1 aktivieren, weil ich die Hälfte, also weil ich verwundet bin und weil ich die Hälfte meiner Stands verloren habe, kriege ich außerdem noch Flurry. Weil ich das schon habe, kriege ich Fury plus 1. Was auch immer. Und du kriegst die Hour of Death. Ich kriege jetzt erstmal Hour of Death, genau. Erstmal Hour of Death. 3-mal auf die 1. Wieder ein Stand weg. Ist immer das gleiche. Schon mal weniger schlagkräftig, das ist gut. Ja, danke. Sind jetzt 6 Attacken weniger, oder? Genau. Nee, 5 Attacken weniger, weil es ja nur 3 war. Aber ja. Genau. Auf 2. 3 Stück. Nee, Flurry. Es könnte mehr werden. 4. 4. Und dann kommt noch mein Chef mit 7 Attacken jetzt. Der kriegt Flurry, weil er das noch nicht hat. Das sind 7. Das sind 11. 11 Treffer? Ja. Irgendwas Minus? Nein. Auf die 3, Dennis. Ah, ja. Nee, sorry, hab ich beschissen. Die ganzen 4 sind gar nicht. Weil ich hab mich nicht ins Bein, es sind nur 8. Da gehe ich schon um. Wobei, ich krieg an, insgesamt. Natürlich ist wieder. Wir relativieren das jetzt heute mal. Natürlich ist es wieder ein schlechter Wurf, aber das kennen wir ja von mir. So, das heißt 5 gehen. Ja. Und dann kommt noch ein Wurf hinterher. Genau. Du darfst eh einen wiederholen. Ja, genau. So, ja, komm. Wiederholt. Also gehen jetzt 8. Hui, diese beiden Stands haben ordentlich reingehauen und 8 Hold Warriors aus den Latschen gehauen.
Die Hold Ballista bewegten sich vor und feuerten in den Nahkampf zwischen den Raidern und den Hold Warrior. Ein Raider wurde dabei nur erschossen. Die Huskals sammelten sich und schlugen auf die Flame Berserker. Sie trafen 8-mal, Dennis musste dabei nur eine 1 bis 3 würfeln. Oh, mein Gott. Wer würfelt 8? Den. Nein, guck mal, so würfel ich doch normalerweise. Ja, so würfel ich immer. Leute, so würfel ich immer. Ja, aber das ist. Ihr kennt das doch mittlerweile, oder nicht? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tote. Siehst du? 8! Und jetzt gehen wir mal 9. Abwarten, da habe ich nämlich einen Fünfer. 9. Fünfer. Bin ich noch da? Bin ich noch da? Doch, mit 3 Stück. Boah. Martin aktivierte seine Steel Phalanx. Die Zweihandkämpfer bewegten sich schnurgerade aus. Ich brachte meine Marksman-Clones aufs Feld und feuerte auf die Armbrustschützen. 8, 16, 24, 25, davon die Hälfte wegen der langen Reichweite sind wir bei. Wird das aufgerundet 12. Oder abgerundet? Aufgerundet, dann sind es 13. Dann sind es 13, ne? Barrage 2 heißt ja, dass jede Figur 2 Schuss hat. Also 13 Schüsse. 2, 4, 6, 8. Ja, habe ich schon, aber es ist 13. Meine kosten 240 Punkte. Ich weiß nicht, und seine? 12. Auf die 2. Das geht ja noch. Ich sehe Einsen, Zweier. Das sind, glaube ich, 3 Stück. Sieht gut aus. 3 Stück noch. Ich nehme die mal. Jo. Oh, genau, 2. Nachdem beide Parteien mit ein paar unwichtigen Charakteren verzögerten, war Marvin wieder am Zug. Mein Jarl ruft Herausforderungen. Dein was? Mein Jarl ruft Herausforderungen. Wo ist denn dein Jarl? Da. Aber der ist ja gar nicht in Kontakt. Das muss er nicht sein. Du kommst auch nicht zu welchen Herausforderungen. Ja, gut, dann nehme ich an. Komm, dann machen wir das. Cool. Und dann darfst du auch immer zuhauen, ne? Ja, ich darf aber erst darf ich zuhauen. Auf 3. Sind 2. Achso, und danach kommen noch die Attacken, oder? Nee, das war's. 2 Rüstung. 2, das heißt, ich überlebe? Auf jeden Fall. 2 Manns? Ja. Gucken wir mal. Einer. Und dann darf ich zurückhauen, oder ja. Was? Ja. Cool. 4 Attacken mit Clash 2. Glaube ich dir. So, 2. Die 3. Doppel 6. Doppel 6. Dann würde ich sagen, gehe ich als Sieger aus diesem Duell hervor, ne? Meine Avatara kamen oben links ins Spiel. Mein Biomancer holte 2 Dwekham, der Hold Warrior, zurück ins Leben. Die Household Knights ritten in die Mitte, während die Armbrustschützen sich Richtung Spielfeldmitte einschwenkten und auf die Hold Warriors im Nahkampf feuerten. Sie erschossen dabei die beiden eben gerade auferstandenen Dwekham wieder. Naja. Auf der linken oberen Seite kam am Ende der Mountain Jötner ins Spiel und stand somit in der Flanke meiner Avatara. Das Leuchten um Argun wurde stärker und ein unheilvoller Sturm zog auf. Um das Portal zuckten Blitze. Wir bekamen den ersten Zug. Ich aktivierte meine Avatara, um eine Verzweiflungsaktion zu machen. Gegen den Mountain Jötner hatten sie kaum eine Chance, aber zumindest konnten sie mehr ausrichten, wenn sie ihn angriffen, anstatt ihn anstürmen zu lassen. Ich nutze meine Fähigkeit Burnout von denen. Das ist meine Armee-Sonderregel, dass eine Einheit pro Runde Burnout nutzen kann. Das heißt, die kriegen plus 2 Bewegung und plus 1 Clash. So, dadurch kriegen sie den DK 3. Das ist ziemlich gut, weil die machen aus DK 3 machen sie DK 2. Mhm. Und ja, das ist ja eine Sonderregel, die machen immer ein weniger. Und alle Stands mit mir in Kontakt, weil ich nämlich Cascading Degeneration habe. Wenn ich ein DK bekomme, kriegt jedes feindliche Stand mit mir in Kontakt DK 2. Okay. Außerdem haben sie noch die Degenerative Aura, das heißt, du bekommst nochmal DK 1, also hast du DK 3. Auf jeden Fall. Am Ende deiner Aktivierung würfelst du 3 Würfel und so. So viel dazu. Kann ich das vor meiner Aktivierung würfeln, damit ich Fury kriege? Nee, das ist ein Draw-Event, wird aber am Ende deiner Aktivierung gemacht. Alles klar. Voll cool gedacht, aber da der Mountain Jötner nur ein Stand war, war das nur halb effektiv. Egal, zuerst kam meine Aufpralltreffer zu tragen. 4 Treffer erreichte ich, nun musste der Jötner seine Rüstung würfeln. Alter! Wow! Durch den Decay, den die Avatare-Einheit durch Burnout erhielt, verlor meine Lineage Highborn einen Lebenspunkt. Das war verkraftbar. Die Armbrustschützen der 100 Kingdoms zielten und feuerten auf die Hold Warrior, die mit den Raidern im Nahkampf waren. Sie erschossen nur einen der Dwekham. Der Ardent Kerouac war dran und versuchte mit seinem Zauber die Household Knights zu brechen. Das gelang ihm diesmal allerdings nicht. Das nahmen sich die Ritter zu Herzen und stürmten in die Marksman-Clones der Spire. Allein mit ihren Aufpralltreffern vernichteten sie die Bogenschützen restlos. Die Hold Warrior der Dwekham aktivierten und schlugen auf die Raider.
ihr kennt ja die Würfel, ne? 2 von 15. Dass ihr da noch lachen müsst. Dennis kennt das seit vielen Jahren in all unseren Turnieren. Und wir ergänzen uns sehr gut mit dem Würfen. Wir würfen beide Scheiße. Ich mache mal 2 Saves auf die 1 und dann nach Moral auf die 3. Könnte immer noch reichen. 2 Saves ist immer Totenmoral. Okay. Und weg. Ja. Ja. Guck mal, was lachst du so blöd? Ein gutes Pferd springt nicht weiter als es muss. Marvin aktivierte seine Huskals. Sie inspirierten sich und erschlugen die letzten Flame Berserker. Mein Biomancer hatte jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder greift er die Ritter in den Rücken an, was mit den paar Drohnen irgendwie nicht so ganz effektiv war, aber dafür den Aufpralltreffern entgehen würde, oder aber er sammelte Argun und somit das Amulett ein. Eigentlich wollte der Mistkerl sich verkrümeln, doch Priscilla gab ihm den Befehl, sich das Amulett zu schnappen. Also bewegte sich meine Drohneneinheit mit dem Biomancer in Kontakt mit Argun und dem Portal. Der Mountainjöttner kloppte auf die Avatare ein. 12 Attacken auf 4. Alle. Nein, ich sehe mindestens eine 6. 2 Sechsen sehe ich. 3 nicht, also 9. Also im Schnitt, ne? 9 Stück. Mit minus 2. Ja, auf die 2. Oh ja, das ist weg. 7. Ganz schön viele 6. 7. Minus 1, weil ich terrifying bin. Dann auf die 4. Dann 1, 2, 3 Stück. Dann sind 2 kaputt. Ach, nimm mal lieber selber. Die sehen so aus, dass sie schon auseinanderfallen, wenn man sie nur anguckt. 2 sind kaputt. Du bist broken. Leider ja. Und du machst jetzt mal bitte DK 3. Ja. Dann kriege ich 3 Würfel. Oh Gott, der hier daneben, das war eine 6, schade. Es kostet mir voll. Ich will die einnehmen. Was recht ist, bleibt recht, heißt es ja auch. Ja. Mein Biomancer heilte weitere 2 Lebenspunkte bei den Hold Warriors. Okay, dann heißt das, ich bin ja. Moment. Er hat seinen Charakter gezogen, dann bin ich dran. Genau. Oder Entschuldigung. Achso, ja, dann warte mal. Ja, mach gut, weil ich hab. Der ist tot, der kann nichts machen. Du das schießt. Das heißt, ich werde mich hier auf die mal konzentrieren und dann. Ja. Oder ich kann mich auch auf die konzentrieren. Das ist geiler, ne? Ich konzentriere mich auf die und schieße. Jetzt müssen wir eine Einheit weg, ne? Bitte? Dann kriegen wir noch eine Einheit weg, ja. So, Balliste. Die haben nämlich normalerweise Volley von 2, da haben sie jetzt einen von 3. Gucken wir mal, nichts bringt. Diesmal treffe ich sogar mal ein bisschen was, nämlich 3. Oh Gott. 3. Ist das Seite oder Front? Das ist Front. Das ist Front. Ist leider wieder okay, auf die 3. Leider wieder unterhalten, ne? Alle gehalten. So, meine Arms, wie viel ist denn das hier für eine Reichweite? Du musst einen Angsttest machen. Soll ich einfach mal versuchen, eine 5 zu würfeln? Mach doch. Weil ich würfel so niedrig, dann kannst du so hoch würfeln. Weißt du? Einfache Logik von Wahrscheinlichkeiten, keine Ahnung. Meine Man at Arms möchten da reinchargen auf die 5. 5. Ich habe mir doch wieder recht gehabt. Du hast zu. 13, 14 Attacken. Dann 2. Fürchte dich! Noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7? 2, 4, 6, 8 tatsächlich. 8. Stimmt, die 3 zählt auch noch. Hast du den Leader eingeplant? Ja. 8 Stück? 14 Attacken. Der ist schon wieder verpufft wegen dem, ne? Deswegen fühlt sich das nicht ungerade an. Auf die 3. Einen Misslungen kann ich gleich wegnehmen. Noch 2, ne? Dann sind das 2, dann noch Resolve hinterher. Jo. Jo. 2. Ja, was soll ich sagen? Das sind meine Namen. Meine Stevenson. Ach, komm mal. Was machen wir hier? So, das erste Ereignis. Nein, du hast noch was. Ach, was hast du denn noch? Ach ja. Er dreht sich. Treff deinen Mathe da. Ja. Wobei er dreht sich richtig, dass er so steht. Und dann läuft er einfach 7. Und dann schieße ich auf dich mit meinem Zauber. Ich zauber auf dich. Ja, mach. Bist du auch ein Zauberer zufällig? Nein. Cool. Dann krieg ich kein Minus. Ja, sagen. Jede 3 macht 2 Treffer, die ich würfle. Das kann natürlich auch Treffer, wenn es Spiel gibt oder so. 2. Also 4 Treffer für deine 1. Ich hab sogar gesagt, jede 3. Okay, jede 3 oder weniger. Das sind die Fronten, ne? Ja, Schilde. Ja. Dann macht dein ganz normales Schild. Ich habe keinen Minus, kein gar nichts. Alles klar. Dann habe ich einen gehalten, sind 3 kaputt. Sorias Drohnen schnappten sich Argun, der irgendwelche fremden Worte gegen den Wind schrie. In diesem Moment stoppte der Sturm und es war kurze Zeit, als ob jegliche Geräusche aus der Welt gerissen wurden.
Nur noch ein dumpfes Dröhnen war zu hören. Und in diesem Dröhnen ein gleichmäßiges Geräusch. Das Portal leuchtete auf und das gleichmäßige Geräusch nahm Form an. Schritte, marschieren. Im Portal waren Umrisse zu erkennen und Gestalten schälten sich aus dem Licht heraus. Das Old Dominion war da. Dieses Amulett war nichts weiter als ein Schlüssel, um Haslias untote Horden tief ins Königreich der Menschen zu bringen. Ein ganzes Regiment Prätorianer, angeführt durch einen Xiliarch, reihte sich plötzlich vor dem Portal auf und weitere Formen waren im Portal immer noch zu erkennen. Eine Falle. Oder vielleicht doch nicht? Soria griff nach dem Amulett von Argun und hatte das Gefühl, mit den Untoten zu kommunizieren, sie kontrollieren zu können. Das könnte interessant werden. Und so stand ein neuer Spieler auf dem Feld. Old Dominion-Einheiten werden ab jetzt zufällig in die Kartenstapel der Spieler gemischt. Der Spieler, der Argun kontrolliert, bekommt immer die höhere Anzahl an Karten und somit mehr Kontrolle. Der Wurf um die Initiative begann. Egal, zack, ich habe eine 2, du hast eine 2, wir würfeln nochmal. Zack, ich habe eine 5, du hast eine 5. Die können das nicht. Zack, ich muss immer den gleichen nehmen. Wir haben beide. Nein! 1. Alter! Habt ihr für alles durch oder was? Aber jetzt aber. Ja! Das ist so geiles Videomaterial. Ja! Nein, wir wollen auch nicht! Ihr wolltet anfangen? Ja! Was ich denn? Okay, ich fange an. Ich ziehe meinen Biomancer. Mein, Der Zauber. Der hier. Also, er nutzt einen seiner Zauber und zwar Harvest Essence. Das heißt, ich ziehe die nächste Karte, beziehungsweise die nächste Karte, die Einheit, die von mir ist, die agiert dann und für jeden Schaden, den sie zufügt, würfelt sie einen W6 und bei einer 4 oder höher kriegt sie Leben zurück. So, das ist der natürlich nicht, aber der nächste von mir, das sind dann die Avatare. So, dann ist der hier oben. Dann sind die Avatare dran. Die sammeln sich und hauen zu. Die waren ja gebrochen. Und die nutzen natürlich Burnout wieder. 13 Attacken. Ja, bitte. Erstmal die Chefin mit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf was? Auf die... 3 wäre gut. 3 wäre gut. Auf die 3. Sehr gut. 5. 5 Stück. Kann man schon mal was mit anfangen. Und dann nochmal 6 von dem anderen. 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich 4, aber als der Champion ist 5 und wegen dem Burnout 6 und die treffen auf die 2. Burnout ist keine Attacke mehr. Burnout ist eigentlich sehr schnell. Dann war das, was hatten wir gerade mit dem Treffer? Die eine 6 hat nicht getroffen, sonst war alles richtig. Okay, ich hätte sonst einen weggenommen. Nee. Dann sind es 5 Attacken auf die 3. Das ist nochmal eine. Also wird das 6. 6 Stück mit minus 1. Oder die ganzen Würfel der Schweinepresse. Mit minus 1, weißt du? Mit minus 1, ja. Auf die 2, das heißt sehr gut. Alter. Und 2, nochmal mit Moral. 4 Leben. Ich würfel. Und kriege 4 oder höher, kriege 4 Lebenspunkte zurück. DK, die Einheit. Ja. Ein Leben. Pro Stand, du hast jetzt ein Stand, ja, zwei. Also Einheit. Mhm. Genau, das war die Einheit. Du bist klüger als ich. Und jetzt die Anführerin. 1 und 1. Also jeweils ein. Genau. Das heißt hier eine 2 und dann... Auch eine 2. Entschuldigung, das hatte ich gerade noch vergessen. Wenn der aktiviert, darf ich das noch kurz nachholen, dann heilt die Einheit W6 Lebenspunkte. Ja, die sind wieder frei. Aber du hast ihn ja nicht gezogen. Ach, doch, ich habe ihn gezogen, genau. Die Steel Legion war am Zug und griff die Hold Ballista an. So, ich habe 12 Attacken. Ich habe 3, ich bin Veteran auf die 4, mach einfach. Ich bin auf die 5. Mach einfach. Ich verstehe es sowieso nicht. 11. Was mir hier zugeworfen wird, ich habe Flash 3, Veteran 4, irgendwas 5, ich glaube das, ja? Also, es sind 11 Mal mit minus 2, bitte. Okay. Ist auch die 1 wahrscheinlich. Ja. Oh. Ist die eine 1? Eine 1 habe ich weggemacht. Also 10 gehen. Und dann habe ich noch 10 mal Resolve. Da muss ich mal gucken. Ja, sind. Ach nee, warte, ich habe ja mehr. Ich habe ja. Also guck mal, was das für ein Resolve. Was hatte ich eben? Tod? 10, ne? 10. Ja, dann sind sie weg. 5 und 6 sollen reichen. Ja, sind weg. 4. Die Hold Warrior erschlugen 7 Soldaten der Man at Arms. Ein zu wenig, um die Einheit zu brechen. Der Eisjötner war dran. Also ich möchte als erstes zaubern, dann da reinschauen. Ich versuche jetzt Untote zu jagen. Auf 3! Nur weniger.
Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Also zwei Treffer für die. Okay, die haben. Zwei Rüstung. Dreier. Genau, wegen Front. Einer geht. Einer geht, einer steht! Und dann möchte ich da reinschauen und ich mache einen automatischen Touch. Also? Ist das so nicht, ja? Doch. Hast du mal gucken, wie viele Attacken wir auch gehört? 13, haben wir gesagt. 13. Also habe ich 7 Aufbautreffer, ne? Du hast auch noch eine Einheit, ne? Du hast auch noch eine Einheit stehen, ne? Ich habe noch die Jungs da hinten, ja. 3 Aufbautreffer. Geht ja noch. Schutzwürfe bitte auf 3. Ach so. Ja. Ach so. Werden übrigens 13, 14 machen. Einer? Okay. Einer geht, ne? Einer geht? Ja. Zwei stehen. Einer? Ja, ja. Aufbautreffer. Ach so. Ist ja ohne Krieg und alles. Ne, jetzt brauche ich's nicht. Oh, das sind aber viele 6 und 5. Ja, die 5 treffen auch nicht an die 6. Das ist, guck mal. Aber die 4 treffen? Ja. Weil ich gespeiert bin. Geht ja aber tatsächlich. 5 der Herr, minus 3. Das sind tatsächlich 5 Tote. Wenn sie, also wenn sie vorher mal aktiviert geworden wären, dann hätten sie nochmal plus 1 bekommen, weil sie Bastion haben. Ja. Mach doch gleich Resolve hinterher. Ja, haben die nicht. Und Tote machen keinen Resolve. Die sind super, okay. Die sind super, Bro. Ja. Willst du? Oder? Kann ich, muss ich aber nicht. Mir egal. Doch, mach mal, du kannst eine Einheit Broken machen. Ja. Kann ich. Zum Beispiel sich die Bogenschützen. Wäre beim Riesen nicht witziger, weil du da noch irgendwie angreifen könntest? Da kann ich Brocken sein. Und wozu soll ich die Bogenschützen? Damit sie nicht zielen können. Weil wenn sie zielen können, dann können sie uns zu Moraltests zwingen. 6 Stück. Oh, entschuldige. Auf die 3. Wie ist es? Wird da jetzt so geschoben, dass maximal viele mit dem Kontakt sind? So, ich habe eine 3. Kann ich nicht sagen. Die sind broken. Ihr wisst es nicht, aber wir machen das einfach. So Standard-Rank-and-File-Ding, ne? Ja, oder so wie ich will. Egal. Wir haben Frost. Links an Ecken, rechts. Also, sie sind. Nee, aber da gibt's auch nur dir, Mitte, ne? Links und rechts, ne? So, dann bin ich durch für diese Runde. Meine Household Knights. Dürfen. Ja? Mich einmal zu drehen und mich dir in die Fangen zu setzen. Du darfst nur keine 1 würfeln. Da ist, die 1. Das ist, was ich mein Schaffen. Ja, ich hoffe, dass du mal kritisierst. 3. Also sind das. Mach erstmal. Die nehme ich gleich raus. Das sind meine Tote auf jeden Fall. Ja, die Einheit nehme ich raus. 4, 2, 4, 6, 13 hinterher. Doch, ja. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also 15 insgesamt? Oder waren da die 3 schon? Insgesamt 12 mal minus 3. Somit fiel Soria unter den Hufen der Reiter. Argun berappelte sich und schnappte sich wieder das Amulett. Und was die Household Knights begann, beendete der Mountain-Jötner. Mach sie tot. Ich möchte mein Draw-Event, weil ich verwundet bin, eine 13. Attacke zu erhalten machen. Und ich inspire mich. Also hau ich auf die 4. Auf 4. Der wird wieder so gut, ey. Das ist alles im Schnitt. Das ist im Schnitt, ja. Wenn es 12 Würfel waren, also 13, dann ist es leicht über dem Schnitt, ja. Aber ja. Ein Würfel ist alles im Schnitt. So, wie viel sind das? 9. Wieder 9 mit, minus? 2. Auf die 2. Das ist aber auch eine gute Sache, ne? 3, 4, 5. 4 aus so viel Jungs, das ist toll. 5. Wieso? Machst du nicht? Wieso? Brauchst du nicht? Mache ich gleich. Erstmal 2, 3, 4, 5. Und wenn ich jetzt den einen verhaue. Wir sollten minus 1, mein Freund. Also auf die 4. Auf die 4. Na, das schaffen wir doch. Schöner 5er Kniffel. Das schaffen wir doch und da sind sie weg. Und somit hatte ich keine Einheiten mehr und war aus dem Spiel, nachdem ich kaum ins Spiel kam und meine 2 schlagkräftigsten Einheiten erst in Runde 4 kamen. Nun gut, Dennis, du schaffst das schon. Immerhin bekam der Mountain-Jötner noch eine Wunde durch den Decay, den ich ihm verpasst habe. Ha! Ich konnte immerhin die Prätorianer steuern und somit schlugen sie auch auf den Eisjötner zu. Auf jeden Fall, das sind schon mal 12. Die machen wir und dann kommt der Chef hinterher. 3 kommen nochmal hinterher. Auf die 2. Die 3 kommen nochmal hinterher. 6. Das sind 6 Stück. Guck mal, mit denen würfel ich gut. Mit denen eigentlich. Der neue Fraktion. Los geht's. So.
Genau, so erstmal 6 und jetzt kommt der Kirch. So, der hat 5 Attacken. Ja. Reicht aber. Jetzt, weißt du, jetzt würfel ich so. Also 11? Ja. 11 mal auf die 3 oder weniger? Ja, die machen keinen Minus. Oh Gott. Hat er 11 irgendwo? Was ist das? Mhm. 3 Stück. Ein 4er Resolve. Das ist mein Spiel, was soll ich dazu sagen? Hm, ich erinnere mich gerne an First Blood zurück. Plötzlich wird das Spiel wieder so gut, ne? Bei diesem Würfelglück sahen auch die Armbrustschützen ihre Chance gekommen, zielten und feuerten in die Prätorianer. Sie nahmen 3 der Untoten vom Feld. Die Man at Arms waren an der Reihe. Die Man at Arms kriegen erstmal 3 Aura of Death. Die kriegen erstmal 3 Aura of Death. Was ist das? Was muss ich da machen? Safe, oder? Ja. So, danke. Und jetzt darf ich mich und hau den. Das ist Würfeln, ja. 10 Stück. 2, 4, 6, 7. Sind die Sieger der Herzen. Sammelst du eigentlich die ganzen Würfel einfach lassen, ne? Ja. Ja. Stimmt, Entschuldige. Aber hier auch, ich hatte gestern auch, ich muss 12 Würfel haben. Ich hab nur 9. Die sind alle in dem Becher drin, wir haben die nicht unter unserer Hand. 4 Stück. So hier in meinem Beutel. Mit Minus irgendwas? Nein. Die Hold Warrior hielten aber ihre Rüstung. Dafür griffen die Huskals in die Flanke an. Da diese sich aber vorher ein Stück ranbewegen mussten, konnten sie noch keine Angriffe austeilen. Nur Aufpralltreffer, aber die erreichten auch nichts. Und dann habe ich meine letzte Aktivierung, ist mein Krönungier und der ruft Herausforderung. Dein was? Mein Held ruft Herausforderung. Was kann der denn so? Erzähl doch mal. Der hat 6 Attacken, das war's. Sehr schwer. Versuchen wir. Einen Punkt kann ich dadurch leider nicht machen. 4. 4 Stück. Auf die 3. Das kannst du zumindest bei der 0 nicht verwürfeln. Ich muss einen halten, ne? 4. 4. Einen muss ich halten. Nee, du hast doch erst einen Schaden bekommen. Ja, das reicht aber. Bist tot. Das sind 4 Treffer. Ich nehme mein Evade von 3. Und ich nehme 3 Wunden. Oh! Okay. Hat er auch 4 Leben oder was? Ja, nee, der ist 5, glaube ich, weil er ein Kolumbi ist. Nee, er hat auch 4. Resolve gibt's nicht im Nahkampf? Nein. Okay. Nee. Argun stolperte verwirrt umher, doch er lächelte erfreut, als dumpfer Hufschlag zu hören war. Die Kataphraktoi waren angekommen. Das Tor war offen und die Legionen endlos. Marvin und Martin bekamen die Initiative. Ich will Dennis hauen. Ich habe mich noch zurecht für letzte Runde. Ja, versuch letztes doch mal. Spiel, meine ich. Versuch doch mal. Man at Arms. Ja, dann mach mal hier 2 Aura of Death. So, einer geht. Einer geht. Super, sind Stan weniger. Einer geht, einer steht. 2, 4, 6. Broken, die Hälfte aufgerundet. Ja, guckst du schlau? 2. Immerhin. Das sind eure Würfel auf jeden Fall. Doppel 6. Den einen kann ich entfernen, also einer und dann noch hier R, ne? Ja, das ist R. Eure. R. Geschafft. Also geht einer. Ja, Wahnsinn. Die sind ja, da waren wir jetzt ziemlich stolz. Muss ich doch den Mountain Jotner dahin schicken. Kajori Wasser hier. So, dann habe ich hier die Kataphraktoi. Klingt wie Toy Story. Die drehen sich und... Ja, einer. Das denke ich aber auch. Ne? Ist da ein Leader drin? Ja, 16 vorne sind doch 8, oder nicht? Nee, dann sind es... Dann sind es ja 17 vorne, ne? 5? Nee, der Champion 5, ist da drin. Plus 1, 16. 16. Achso, okay. Dann 8. Auf die? 2, glaube ich. Auf die 2? Muss Dennis dir sagen, er hat das Handy in der Hand. Aber ich kenne die Truppen da überhaupt nicht. Er ignoriert uns einfach. Er guckt nicht nach dem Clash. Ich würfel einfach erstmal. Wenn 3. Ist egal, einer wahrscheinlich. 2, ja, einer. 2. Einer. Einer bei 8 Würfeln, das ist ein guter Schnitt für mich. Da mach ich mal so einen Rüstungsonkel. Das ist eine 3. Natürlich geschafft. Minus 2, ne? Dann ist es nicht geschafft. Ich habe keine 5er Hose. Ich verliere einen Lebenspunkt. Wow. Ja, willst du mit deinem Jotner dann zuhauen? Wenn du möchtest. Ja, mach. Eis Jotner, ich zaubere als erstes, dann inspiriere ich mich und dann clash ich in die Untoten. Kann man zaubern? Ja.
Möchtest du nochmal fragen, soll ich dir nochmal 10, wie toll er ist? Ich denke gerade, wenn er schießt, muss Morat jetzt machen, ne? 3, also 6 Schussattacken, Treffer. Habe ich Rüstung oder bin ich gleich weg? Hast ganz normal Rüstung. Ich kenne die noch nicht. 6, 6, hast ganz normal Rüstung. Was für Rüstung habe ich denn? 3? Mit Schild? Ja. Inklusive Schild und 3. Ja. Dann gehen 3. Gut. Martin, korrigiere mich. Ich habe 13, nicht mehr, oder? Ja, so sei es. Und habe ich 14, weil ich verwundet bin. Auf Fury 1. Okay. Auf die 4. Oh, da sind viele 6. Die darfst du alle neu würfeln, oder? Nein, ich habe nichts. Damit sind das 4, 8, 10 minus 3, also 10 Tote. Ja. Einer steht noch. Oh, ich hasse mein Leben. Nein, ich schieße gleich rein. Wie viele Angriffe habe ich denn jetzt gegen den Riesen? Einen, plus den Helm. Plus also zwei von denen? Zwei und der Rest von dem. Und fünf von dem anderen. Ja, sieben. Alle auf die 2. Alle auf die 2. Ja. Das heißt auf die 3, weil ich mich natürlich verliere oder kann ich mich nicht? Kannst du nicht. Kannst du nicht, du bist untot. Einfach besser. Dann sind das 2 Treffer. Jesus. Mein zweitbester Treffer. Ich hebe ihn gleich auf. Ein Leben. Wie viel? Oh, ein Resolve. 4. Ein Resolve. Die Huskarls vernichteten die Hold Warriors und die Armbrustschützen schossen die letzten Prätorianer ab, während die Household Knights auf die Kataphraktoi einschlugen. Somit endete unser Spiel nach 7 Runden mit der totalen Vernichtung von Doppel-D. Das Portal waberte, doch keine weiteren Schemen waren zu sehen. Heinrich sattelte ab und blickte Sven an, der blutend am Boden lag. Die beiden Jötners machten ihn Sorgen und er beäugte sie misstrauisch. Doch aktuell waren sie einigermaßen ruhig und wurden von Lars in Schach gehalten. Mitten im Berg von Leichen sah Heinrich das schwache Leuchten des Amulettes. Zumindest wird es sich gelohnt haben. Die Dominanz der 100 Königreiche wurde am heutigen Tag bewiesen und umso glorreicher wird er mit dem Amulett heimkehren. Das Artefakt fand er in der verknorrten Hand eines Dwakem. Dieser sah aus, als ob er schon seit Jahren tot wäre. Vertrocknet und verdorrt. Heinrich nahm das Amulett an sich. Schauen wir doch mal, was diese Waffe noch so alles kann. Er blickte auf die kläglichen Überreste der Nord und grinste diabolisch. Das Portal begann zu pulsieren. Das war sie nun, unsere Quest for Conquest. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen und euch unterhalten gefühlt. Wer weiß, vielleicht führen wir dies einmal weiter. Wenn ihr mehr Spielberichte, Road Twos oder Kampagnen dieser Art sehen wollt, hey, dann unterstützt Dice gerne kostenfrei mit einem Abo, Like, Kommentar oder empfehlt einfach die Videos weiter. Oder werdet Dice Supporter auf Ko-fi und helft weiteren, solch aufwendige Spielberichte zu finanzieren und sie noch cooler zu machen. Ich sage vielen, vielen Dank. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.